Name ist Dennis V. Ich Simon Hafner. Also ich bin Alexander Katz. Erik Glauble. Und ich bin hier, weil ich bei dem Austauschprogramm von SW mitmache. Dass unser Werk hier in Nordamerika so groß ist, wie es ist, weil das stellt man sich kleiner vor, bevor man hier ist. Wie freundlich die Leute uns empfangen haben. Alle versuchen ihr Bestes, dass wir so viel lernen wie möglich. Dass man auch anders mit Kollegen umgehen kann. Nicht nur, dass jeder sein eigenes Ding macht, sondern auch, dass man als große Familie fast zusammenarbeiten kann. Also am meisten habe ich diese Woche gelernt, wo ich in der Abteilung Qualität eingesetzt war, weil der Mitarbeiter, der mich da betreut hat, kommt direkt von der Firma, die die Geräte auch herstellt. Und er hat sehr viel Fachwissen, das er auch sehr gut rüberbringt. Und ich glaube, das kann man in Deutschland sehr gut einsetzen. Wie alle Leute miteinander umgehen, also es ist noch mal familiärer. Man sieht halt auch mal, wie die anderen Abteilungen alles zusammenarbeiten, nicht bloß die Abteilung Abnahme oder Technologiezentrum. Man kriegt mal ein bisschen Einblick von der anderen Abteilung. Was für Aufgabe hier noch gemacht werde, weil bevor man hierher kommt, denkt man, im Grunde schicken wir ja die fertige Maschine hierher. Was muss dann noch gemacht werden? Aber es ist dann doch mehr, wie man denkt, und genau die Sache lernt man hier. Also das Wetter ist immer gut. Man sieht viele Unterschiede zu Deutschland, aber auch viele Sachen, die ähnlich sind. Und bisher fand ich die Wochenendaktivitäten, die wir gemacht haben, am besten. Zum Beispiel, man kann an den See gehen, joggen gehen, man kann Discgolfing machen. Nach Detroit. Und man kann Kartfahren gehen. Und das Essen ist ziemlich gut. Gibt's hier jetzt einen Laden, der heißt Lucky Strikes, da kann man bowlen gehen. Und zu einem Konzert gehen. Ja, dann so Spielautomaten spielen, ist eigentlich das, was ich auch immer machen will. Und ja, es ist schon relativ interessant.